fahren fast wie ein Mann. Wir müssen von Simmel um jeden Preis schnappen. Wir dürfen nicht versagen. Ich habe Ihnen ein Kompliment gemacht, Dolores. Israel muss die Nazis vor Gericht stellen, so wie damals Eichmann. Natürlich. Das ist eine historische Verantwortung. Wir müssen der Welt beweisen, dass wir eine moderne Demokratie sind. Ja, und wie? Sie verblüffen mich, Dolores. Sie sind mutig, sie sind entschlossen, sie haben nie gekniffen, auch wenn es noch so heiß wurde. Sie sind furchtlos, wunderschön, elegant. Um es auf den Punkt zu bringen, sie sind mein weibliches Gegenstück. Sie gefallen mir, Dolores. Sehr sogar. Was machst du so? Ich beiße in meinen Liebesapfel. Willst du davon kosten? Zur Hölle mit deiner verbotenen Frucht, du Schlange! Was haben Sie denn? Nichts. Sie mögen keine Männer. Doch, wieso? Sie haben gerade Ihre Hand weggezogen, als wäre ich... Reden wir nicht mehr darüber. Es ist, weil ich kein Jude bin, nicht? Warum glauben Sie das? Ich weiß nicht, Sie haben eine Religion, die dermaßen... Dermaßen was? Es ist ja schon mal eine Religion, die die Würstchen verbietet. Und? Und nichts? Tun wir mal so, als ob das normal wäre. Keine Würstchen, kein Alkohol, verschleierte Frauen. Tut mir leid, aber das ist ja wohl irgendwie... Irgendwie was? Glauben Sie, das 11. Gebot heißt, du sollst keine Würstchen essen, oder was? Darum geht's überhaupt nicht. Außerdem verwechseln Sie Juden mit Moslems. Das ist doch Haarspalterei. Ich glaube, das ist ein weiterer Grund, warum die Juden so unbeliebt sind. Diese Einstellung, ich bin Jude, also habe ich immer recht. Tut mir leid, wenn Sie das verärgert, aber ich stehe zu meiner Meinung. Und was Ihre Analysen der Juden, Schwarzen und Frauen betrifft, die behalten Sie von jetzt an am besten für sich. Wer ist denn jetzt bitte verärgert? Herr Bramar, wie unbedeutend erscheinen doch all unsere Tiere neben solcher tausende alten Meisterwerken. Wie unbedeutend? Sehr, oder? Schrecklich, was unserem Freund Zettin passiert ist. Man hört seltsame Dinge über ihn. Es heißt, dass er merkwürdige Vorlieben hatte. Ganz besonders in diesem Dampfbad, wo Sie ihn getroffen haben. Wussten Sie das? Nein, das konnte ich nicht ahnen. Das wundert mich. Man erzählt sich, dass Sie und er... Wie gesagt, das konnte ich nicht ahnen. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Für mich gehört ein Mann zu einer Frau. Alles andere ist nur eine unaussprechliche Widerwärtigkeit, nicht mehr. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Wir schaffen das. Don hat uns allen etwas beigebracht. Er wusste mehr über uns, als wir über uns selbst. Ja. Also ich hatte nie besonders viel übrig für Juden, Schwule oder bescheuerte Eskimos. So bin ich erzogen worden. War's das? Ja, das war's. Ich wollte es einfach mal loswerden. Ich dachte, wir sollen uns alle hier ein bisschen öffnen. Ich wusste, die Pest würde sich nie für einen Film eignen. Sie sind ein miserabler Autor, dem ein miserables Jahrhundert zugeteilt wurde. Und Sie sind ein Wadenbeißer. Wadenbeißer. Aber ich habe mich durch Sie bedroht gefühlt. Sie haben irgendetwas an sich, das ich einfach nicht verstehe. Und ich hasse Dinge, die ich nicht verstehe. Aber Sie sind ein Versager. Und ich habe mehr Erfolg als Sie in so gut wie jeder Beziehung. So ist das nun mal. Und Shelly hält Sie für einen übergewichtigen Homosexuellen. Nein, das habe ich nie gesagt. Danke sehr. Ich sagte Schwabbelschwuchtel. Fette Schwabbelschwuchtel. Richtig, verzeihen. Und ich habe mich über Ihre Fassung schon geärgert. Aber so oder so, Sie sind eine kleine dicke Tante. Mark, genießen Sie Ihr Versagerleben. Er ist so toll. Also wirklich. Das ist nur Ihre Meinung. Wiedersehen, Shelley. Ich freue mich, Sie nie wiederzusehen. Das wird mich jetzt verfolgen. Was? Ivans Trauer. Für den Rest meiner Scheißtage. Dieser ganze beschissene Schmerz. Sehe ich auch so. Diese Verrohung. Die beiden waren die besten Freunde, sie waren wie... Liebhaber. Liebhaber?
Was redest du für einen Schwachsinn? Hast du nicht bemerkt, wie die sich angesehen haben? Da war Liebe im Spiel, sowas kann man nicht verbergen. Hab ich nicht gewusst. Sie haben sich nicht anmerken lassen. Die beiden schämten sich, was völlig unnötig war. Ich würde sagen, sie hatten Angst. Wovor? Vor deinem Urteil, vermute ich mal. Wie kommen die auf sowas? Ich hätte das niemals verurteilt. Liebe ist Liebe, mit wem auch immer. Mir doch egal. Fuck. Das Ganze macht mich traurig. Und was sollen wir jetzt tun? Seid ihr noch wach genug, um die Suche aufzunehmen? Klar doch, was? Jederzeit. Ivan, ich weiß, dass du und Orlando ein schwules Paar wart. Und du sollst wissen, dass es für mich okay ist.